Es gibt ein wichtiges Urteil, das alle interessieren dürfte, die mal vorhaben zu arbeiten. Das Arbeitsgericht hat entschieden, dass im Arbeitszeugnis vorkommen muss: Wir wünschen für die Zukunft alles Gute. Und zwar ohne Anführungsstrichen. Der Arbeitgeber hat aber keinen Anspruch darauf, dass ihm der Gekündigte alles Gute wünscht. Dafür kann der Arbeitnehmer nicht darauf klagen, dass die guten Wünsche auch wirklich so gemeint waren. Morgen geht's weiter.